Was hat der für Probleme? Kann er mich mal in Ruhe lassen? Lavakopf. So, da oben ist irgendwo so eine Anug-Figur. Da oben ist auch schon das Seil, um da rüber zu klettern. Ich weiß noch nicht genau, wo ich anfangen muss. Haha. Ja, das ist nicht so, als könnte man hier klettern. Da kann man klettern. Da ist das Seil, um wieder runterzukommen. Ob ich sie schon sehen kann? Nein. Also, wenn man runterkommt, wissen wir im Grunde schon mal. Noch nicht, wie man raufkommt. Hier sind so viele Möglichkeiten. Oh nein, 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 nein. Weiter im Text hier. Sieht aber gut aus. Genug Figur, da hinten ist er. Lebensmüde ist die gute Frau jedenfalls nicht. Skulptur. Bestimmt von den Manuk. Komme ich hier nochmal wieder runter? Wie bin ich hier raufgekommen? Unten los. Also. Gut. Das auch. Dann weiter den Weg entlang. Nehmen wir die Metallblume mit. Danach die verdorbenen Zonen. Das wird möglicherweise wieder ein Spaß, je nachdem, was da auf uns wartet. Oh, wir machen das schon. Oder auch nicht. Da los. Ah, kloppen nicht wer Banditen mit irgendwelchen Honks. Beziehungsweise Plünderer mit irgendwelchen Banditen-Honks. Ja, lasst euch mal ruhig alle gegenseitig platt machen. Ich finde das gut. Ja, ich würde eigentlich an den Grasern so vorbei, aber das werden die Wächter wohl nicht zulassen, denke ich. Ich werde ganz kurz betonen, dass mir jetzt hier so ein Robogemetzel aufgezwungen wird, ne, weil die mich nicht einfach vorbeigehen lassen. Guck mich mal an. Nee, mich angucken, habe ich gesagt. Dieses Lanzenhorn zu überbrücken ist kein Problem, aber es einzufangen. Von euch will ich nichts. Dem da schon eher. Oh, ich wollte gerade sagen, da hat jetzt aber einer doch auf mich abgesehen. Hey, Junge, ruhig dich mal.
Wunderbar? Wieso? Was habe ich denn schon wieder gesagt? An was ich mich schon wieder nicht mehr erinnern kann. Ich habe schon wieder irgendwas gesagt, was ich schon nicht mehr weiß. Nicht explodiert. Warum? Warum? Gut, dass ich das gefunden habe. Ach so. Na, ich wollte ja eigentlich nur vorbeigehen. Aber das sehen die halt ein bisschen anders. Weitergehen, ey Leute. Einfach weitergehen. Oh, Gott sei Dank ist irgendwo noch ein Metallblumen. Schon gefunden. Knielchen Meridian wollte die haben. So, jetzt steuern wir genau auf die verpeste Zone zu. Da vorne sind sie schon alle. Was haben wir denn da Schönes? Verdorbenen Plünderern. Verdorbenen Wächter. Noch ein Plünderer. Noch ein Wächter. Ach, das ist dieses komische Dörfchen. Ah ja. Ja. I remember. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Schaden kann es nicht, liebes Kind. Schadet nicht. Ich kann bei der Dunkelheit so schwer erkennen, wo hier hohes Gras ist. Ah, hier von meiner Nase zum Beispiel. Anlocken? Nein, nicht auf die Entfernung. Da kommen sie, verdorbene Wächter. Wenig Deckung. Gar keine, um genau zu sein. Das ist doch... Ich darf nicht zu weit rein. Das tut mir sonst... Aufpassen. Das tut schon mal was weh. Wir sind jetzt hingelaufen. Das ist auch noch einer, die ich nicht anvisiert habe. Noch ein Wächter. 1, 2, 3, 4... 5, 3 Wächter, 2 Plünder. Einer raus. Oh, das meine ich mit nicht da reinlaufen, Aloy. Oh, das sind mir zu viele. Komm mal zurück. Nein, genau das wollte ich vermeiden. Ich hab gedacht, er kommt weg. Sitz!
ich gerade das Stock berührt? Eine geräumt. War doch mega easy. In der Klatsche, die ich wieder abbekommen habe, mal abgefunden. Hier hinten weiter. Ach komm, wir gehen mal den Weg entlang. Dann können wir vorher noch das Panorama holen. Und dann gehen wir hier runter zur nächsten. Warte, gucken, wo muss ich jetzt hin? Ja, genau. Banditenlager? Wo? Ach, da oben. Ach, das können wir durch uns dann auch noch vorknüpfen, bevor wir uns zum Tor begeben. Aber jetzt erstmal hier, ne? Dings und so. Sieht gut aus. Ja, sieht das gut aus, Aloy? Findest du, das sieht gut aus? Dann wird das wohl so sein. Ne? Wenn Aloy das sagt, dann ist das wohl so. Da oben ist wahrscheinlich das Panorama. Wie kommen wir rauf? Da mal nicht. Oder? Oder vielleicht doch, wenn man einfach macht und nicht lange überlegt. Kann mir schon vorstellen, warum hier ein Panorama war. Panorama. Witzig, die Panoramas, die finde ich leider immer mitten bei Nacht, sodass man so den Unterschied zu vorher kaum erkennen kann. Aoka Shitstorm, Purtage 8. Verdammte Scheiße. Dieser fickte Heber, der deinen Arm und dein Schlüsselbein zerquetscht hat. Bevor du Wyatt kennengelernt hast, das war in einer Mine hinter diesen Wasserfällen. Ah, und ich war so ein Arschloch. So sieht's jetzt aus. Und so sah das früher mal aus. Long time ago. Gerade komme ich überhaupt unten. Doch, einfach nur den Weg entlang. Nur. Einfach und nur. Oh, hallo Herr Händler, wie geht's denn so? Schön, wer steht hier so nachts alleine rum? Oh, das sind erste Schnappmäuler, diese Krokodilartigen. Da wollen wir jetzt aber nicht hin. Draußen sind die Muskeln mit dem System geschützt.
Ich dachte, die kommen erst in Meridian. Habe ich mich wohl geirrt. Gut, wir sind aber jetzt hier hinten mit beschäftigt. Gucken, was uns da oben erwartet. Das sieht schon nicht gut aus, wenn ich das sehe. Eine sieht mich schon. Ah, Gott, Langbeine. Und Plünderer. Mehr nicht. Reicht aber auch, weil Langbeine sind schon ziemlich fiese Nummer. Was sind die denn nochmal allergisch? Auf Elektro, ne? Schwäche, Elektro und Feuer. Okay, Feuer können wir auf jeden Fall mit dienen, mein Freund. Kann damit seine Schallwellen da oben mal aufhören? Ich will da nicht gleich einfach so getroffen werden, so auf gut Glück. Heilung, ey, Leute. Komm wieder in Deckung. Warum kann ich die nicht plündern? Hallo? Ich darf den Kerl irgendwie nicht plündern. Jetzt geht's mal zurück hier ein bisschen auf Distanz. Können wir vielleicht gleich hinterher noch machen. Der lässt sich gar nicht anlocken. Wie ist der denn drauf? Der schätzt sich irgendwie um gar nichts. Kann das sein? Ist hier noch irgendwie. Kann man sich aber nirgendwo verstecken. Nee. Die aushalten, ne? Fies. Ich stehe auf ihm drauf! Ich kann auch nicht sagen, dass das so geplant war. Obscura, wir wollen ja nicht meckern, aber er steht vor deiner Nase. Also wenn du vielleicht ordentlich zielen könntest. Und jetzt wollte ich gerade sagen, müssen wir aufpassen wegen der Schnappmäuler. Jetzt mischen die nämlich fröhlich mit. Hey. Ich krieg ja nur auf der Mütze. Lief auch alles ja nicht ganz so wie geplant, aber trotzdem erfolgreich. Und die Schnappmäuler, die haben sich auch wieder zurückgezogen. Fein, fein. Kann ich jetzt wohl den hier noch ausrauben oder
Können wir. Auch erledigt. Mein Gott. Bin ich wieder gut. Okay, gut war das sicher nicht, aber erfolgreich. Es war erfolgreich. Kleine Zierpflanze. Halt still, du kleines freches Kanickel. Aus! Den Fisch hat ja auch noch niemandem geschadet. Das Banditenlager ist auch noch mal witzig. Mal sagen, wo ich hier... Da, okay. Ich gerade selber. Kurz überlegen. Kommt man schon so langsam Richtung Meridian.